So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Skyfactory 2 zusammen mit dem Kev. Und wir haben ziemlich übertrieben und wir werden weiter übertreiben. Und ich habe irgendwie gerade zu viel Experience. Hier fliegt mir alles um die Ohren. Ich kann kaum noch was sehen. Ich will diesen Krieger. Wir sind richtig verrückte Typen, weil wir einfach an jeder Ecke gerade unser Base aufrüsten und wir gerade technikmäßig enorme Schritte machen. Ja. Ich habe hinten auch nochmal bautechnisch aufgerüstet, das heißt die Farm ein bisschen vergrößert, dass wir theoretisch noch ein zweites Crop-Feld hin machen, weil eins allein ist halt ein bisschen wenig dann auf Dauer. Und man kann ja mit der Zeit immer so ein kleines bisschen aufrüsten und dann, dass wir noch Gold-Seeds und andere Erze hinkriegen, weil vor der wächst Redstone-Dias und Eisen und dann können wir hinten Gold, Lapis, ein anderes Zeug machen, was wir brauchen zum Waffen-Upgraden und keine Ahnung was. Also das Feld hier ist maximal komplett voll. Dank der Metok haben wir die Seeds vervielfältigen können um einiges. Und ja, das ist der aktuelle Stand so. Ich glaube, eine Sache, die nicht funktioniert, ich habe einen Gedankenfehler gemacht. Gedankenfehler? Ja. Okay. Nee, und zwar, ich bin hier gerade dabei, so zu gucken, hey, ich blackliste einfach alles, was rausgezogen werden soll. Problem dabei ist, ich benutze zwei verschiedene Servos. Das heißt, das eine Servo weiß nicht, dass das andere das blacklistet. So in dem Stil. Ja, gut. Das heißt, wir müssen uns gehärtetes Glas machen und dafür brauchen wir oder Luminite Glas und dafür brauchen wir einfach ja, das ist viele Sachen. Hardened, wie schreibt man nochmal Glas? Das gehärtete Glas, wie ist denn das? Servo. Ja, Fused Glas sehe ich gerade. Ah, das ist chillig. Wir haben noch Never. Ja, chilli-milli. Ich dachte schon, das wird hier ein Problemchen. Weißt du, was ich auch noch machen kann? Wir könnten ganz spontan. Was denn? Mal. Ja, du hörst dich so mysteriös an. Was denn? Was denn? Ich brauch Platz. Ich brauch Platz! Wir können ja eh alle fliegen, ne? Ja, aber wir sollten es trotzdem nicht hässlich werden lassen. Nee. Can you see this? Meinst du mich gerade? Ja. Sekunde. Guck ich mal um, fällt dir was auf? Wohin? Fällt dir was auf? Einfach umgucken. Nein! Eine Wäscheleine mit Zombiefleisch. Das wird. Nee, das hat schon seinen Sinn. Das soll trocknen. Das wird Leder. Nein, dann kann man es essen. Das wird essen. Aber wer will ekliges Zombiefleisch essen? Das ist ja kein Zombiefleisch mehr dann. Doch, ich will das nicht essen, auch wenn das getrocknet ist. Das ist ekelhaft. Dann will ich das eben machen. Mit der Smeltery ist das echt kacke. Ich hab keinen Bock mehr auf Karotten. Also mit der Smeltery ist es echt schlimm geworden. Ja, wie gesagt, wir brauchen mehr davon. Wollen wir noch mal eine machen? Also die hängen sich ja die ganze Zeit auf, dass, würden die ganze Zeit funktionieren, würde es ja ausreichen. Aber es hängt sich halt die ganze Zeit auf. Tja, das ist der Nachteil. Aber da gibt's halt keine wirkliche Lösung, ne? Das ist so ein Mist. So. Das ist echt, es muss doch eine Möglichkeit geben, Ingots zu kriegen. Oder nicht? Ich denke mal, Gold-Ingots meinst du jetzt? Wieder. Nee, allgemein Ingots. Ja, aber das ist halt das Problem. Es darf halt nicht backen. Das ist die Geschichte. Ja genau, es muss doch eine Möglichkeit geben, Dings dazu kriegen, ohne dass es halt eben buggt. Das ist es ja, das meine ich ja. Und wenn wir irgendeine Maschine machen, die halt resettet, alle zwei Ingots oder so, oder alle jede Minute einmal resettet, die irgendwie automatisch die Dinger wieder neu setzt? So. Keine Ahnung, das ist ja das Problem. Oh, shit. So, ganz kurz hier ein bisschen Glas holen. Also, das ist das Ding. Ich bin ein bisschen überfragt, was das angeht. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ich habe das noch bei keinem Projekt so hart gemerkt wie hier. Dass einfach dadurch, dass es so rumbuggt, es einfach viel Aufwand kostet. Tja.
So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fehlt halt von allem ein bisschen was. 1. Das sieht doch schon mal gut aus. Naja. Ja, ich bin auch hier gerade am Machen, also ich bin ja, für alle, die es noch nicht wissen, ich bin ja hier gerade am Machen, ein System zu entwickeln, damit aus unseren Ärztemaschinen, die wir ja schon so fleißig hier gebaut haben, dass aus diesen hier die ganzen Erzeugnisse und alle Nebenerzeugnisse automatisch einfach zu uns kommen. Ist eigentlich ein einfacher Plan, aber irgendwie will das vorne und hinten nicht, weil man ja einerseits ausschließen muss, dass die Erze trotzdem weiterverarbeitet werden, im alten System sozusagen. Und aber es trotzdem nicht will. Ich habe nochmal hier ein bisschen gepimpt. Haben wir keinen Hammer mehr? Perfekt. So, das erste Ding ist fertig. Jetzt haben wir wenigstens alles schon mal in einer Kiste, was raus darf. Hammer von Carpenter's Blocks. Der da hier. Okay. Und Iron. Oh, wir haben ziemlich viel Eisen. Ist doch gut, oder? Ja, bei 300. Ja, chillig. Warte kurz. Wie ging das nochmal, dass man die Zäune so ändern konnte? Mit welchem Werkzeug war das? War es im Hammer? Ich glaube, das war ein Hammer, aber ein ganz spezieller Hammer. Ja, genau, den habe ich, aber ich wollte es gerade bei normalen Zäunen machen, weil ich brauche ja die Carpenter's Fences. Ich so, hups. Warum ist kein Wunder, dass das nicht geht. So, für mich ist das hier gerade etwas eine Quantitätsarbeit, weil ich einerseits hier gerade abwarten muss, bis was Spezielles kommt. Also bis spezielle Ärzte kommen, müssen einmal halt da sein. Wenn die einmal da sind, dann kann ich danach sagen, yo, du nicht mehr. Piep, piep, piep. Und all das machen wir nur, Leute, damit wir an genügend Lucky Blocks rankommen. Denn wir wollen eigentlich nichts lieber als ins End. Richtig. Und das End heißt nicht, dass das jetzt Ende vom Projekt ist, ne? Also End heißt einfach nur, dass ein weiteres Ziel ist, weil hier gibt es noch viel, viel mehr als das End und der Endertrag wird nicht der Endboss sein. Da gibt es andere Dinger, die hauen uns noch wesentlich mehr die Birne weg. So ist es und das Ding ist einfach, wir haben uns jetzt beschlossen gerade, weil wir halt in den letzten Folgen oder in der damaligen Zeit halt gar nicht nach dem Questbuch gegangen sind, dass halt mal wirklich etwas Zeit wird, jetzt mal ein bisschen was zu Questen zu tun, weil man dann sich auch nicht in der Story verdaddelt oder in manchen Sachen verdaddelt, die eigentlich noch nicht gemacht werden sollten oder wenigstens das dann erforscht, was dann vielleicht auch notwendig ist. Jo. Und nicht sinnlose Sachen macht, die vielleicht gerade nichts bringen, aber cool sind. Sinnlos, aber cool. Sinnlos, aber cool. Du sagst es, mein Guter. So, dann haben wir das hier nochmal. Ich mach gerade was für die Schönheit so ein bisschen. Ja. Warum hast du eigentlich noch einen Verzauberungstisch gemacht? Wir haben noch einen, der stand hier vorne, der stand einfach nur rum. Blöd, so. Den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich schon vor Ewigkeit hingestellt. Hat's noch einen neuen gemacht, ne? Mhm. Aber der ist ja nicht teuer gewesen.
So, nö. Alu, Tin, Iron, Nickel, Gold, Copper, Platin, Lead. Was fehlt denn da noch so? Gold, Alu, Nickel, Platin, Lead. Was ist das hier? Silber fehlt. Silber Ohr fehlt. Die ganze Zeit fehlt Silber, oder? Kann sein. Ja. Haben wir davon nichts mehr, auch nicht mehr im E-System. Also nee, ich meine, hier in diesem Ding fehlt gerade Silber. So. Weil sonst... Das bringt mir halt so nichts. Man könnte natürlich sagen, scheiß auf die Smeltery. Alle Ingots, die wir kriegen, werden einfach durch ein Ofensystem gejagt. Da gibt's dann das Problem nicht mehr. Ich meine, wir kriegen hier nur die ganzen Ores. Die können wir alle in einem ganz normalen elektrischen Ofen brennen. Der knallt die runter und tut die ins System. Dann sparen wir uns die ganze Apparatur des Tinkers Construct, können das natürlich noch benutzen, aber haben das Ganze schön clean. Das stimmt, das Tinkers Construct war nur das Argument wegen Verdoppeln, ne? Genau, jetzt ist das Verdoppeln, naja, ist ärgerlich. Also gibt es durch den Pulverizer das Zeug nicht eh auch doppelt alles? Ich weiß nicht, ob man alles pulverizen kann. Können ja einfach mal... Also, oder ja, oder halt viele Sachen kann man halt, wie gesagt, dadurch... Naja. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Iron, oh, das ist blöd. Nee, machen wir mal... Ich wollte mal so ein Silver. Kleines bisschen was auf die Optik legen. Willst du mal ganz kurz hier Richtung Farm gucken? Sekunde, ich suche gerade Silver Sand Ore. Ich schau mal kurz, ob man Silver Sand Ore... Man kann es tatsächlich pulverizen. Man kann alles pulverizen. Das heißt, dann würde ich sagen, dann baue ich jetzt gleich ein System, wenn wir das haben, sodass es statt in die Smeltery in einen Pulverizer und danach anschließend in... Oh, das gefällt mir sehr schön. Oh, ist das sweet. Sehr, sehr sweet. Schön machst du das. Naja, ich sollte ein bisschen designtechnisch aufpimpen und steck mal, das sieht besser aus jetzt, oder? Definitiv. Es macht das, es ist klein, aber fein, aber das macht es. Also ich habe hier oben noch so ein Schild gefunden, einfach, dass es so ein bisschen nach Farm aussieht. Für Getreide und Zeug und allem. Ja, finde ich gut. Ja, ein bisschen andere Holzsorte wäre noch geil. So, ein bisschen Zeug raus. Kiste nochmal. Den nochmal. Den. Zack, 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 zack. Alter, wie viel Erfahrung! Manchmal finde ich es voll kacke, wenn da steht, you grandmastered the pickaxe. Ja, schön, ich habe keinen Modifier gekriegt, oder was? Ich habe Master auf dem Cleaver. Mittlerweile 16 Effekt Damage. Ich habe noch kein einziges Mal irgendwie mit selbst einen Modifier draufgehauen. Oh! Siehst du das, diese Erfahrung? Ja, habe ich vorhin auch schon gesagt. Und ich kann eben so genau das zu dir sagen, was du zu mir gesagt hast. Freut mich für dich. Das hat sie so zu mir gesagt, glaube ich. Geil. Ach ja, mein Fleisch ist übrigens fertig. Ekelhaftes Fleisch. Ja. Man hat echt das Gefühl, da sammeln sich unendlich Mobs, ne? Ja. Monster Jerky heißt das, von Tinker's Construct habe ich jetzt. Ah, das habe ich bei Crash Landing ein bisschen gespielt im Stream, da hat man auch ganz viel Monster Jerky. Ja, also, das hast du es auch gegessen, Verräter. Aber nicht hier. Was soll das denn bedeuten? Mining Level, Manylin oder wie das heißt? Ja, jetzt kommt der. Ja, sag, wie es richtig heißt. Manylin. Manylin. Ja, wieso steht da Mining Level Manylin Plus? Weil Manylin. Was ist denn noch härter als Manylin? Bedrock? Nee, Bedrock kannst du mit Netze hauen, aber es gibt bestimmt immer irgendwas. Alter, ich verteile die EP auf unserer Insel, ja, ich weil ich gesehen. Weglaufe. Ich hab's gesehen, so, dann überflüssige Rotten Flesh raus und ja, jetzt trocknet oben Neues. Jedenfalls habe ich jetzt mal einfach was Fleischiges zu essen und muss mir die ganze Zeit die Möhren reinpfeifen. Es gibt Dünnpfiff auf Dauer, schätze ich, wenn du zu viel Möhren dir reinziehst. Das Silber scheint unfassbar selten zu sein. Ich glaube, ich habe vorhin aus Versehen einen Silber-Schaufelkopf gemacht. Also ich meine nicht Silberbarren, ich meine dieses Silber-Sand- Sandohr oder wie auch immer. Weil ich krieg das einfach nicht. Ich brauch's nur einmal, damit ich es als Blacklist reintun kann. Und nö. Kommt einfach. Achso, wollten wir nicht jetzt noch die Lucky Blocks schnell öffnen für die Folge? Die 4? Hast du so viel Gold gefarmt?
Nee, hast du nicht gesagt, wir haben noch, wir haben schon vier fertig? Wir haben gar keine fertig. What? Deswegen sage ich ja. Deswegen versuche ich ja alles hier gerade zu automatisieren und zu optimieren, damit sich nichts mehr vermischt und so. So, ich habe gedacht, jetzt hätten wir schon fertig. Ja, nee. Dann mache ich mal, ich mach mal ein Goldseed, komm. Dann klaue ich mir nochmal hier die 7 Gold raus. Ja, genau. Dann machen wir uns mal ein paar neue Goldseeds. So. 39. Das heißt, wo haben wir die Seeds? Wo sind die Seeds? Habe ich die da reingetan? Sieht so aus. Ja, habe ich. Ja. Zack. Ah, schön. Das Feld wächst und gedeiht. Es tut gut. Tut in der Seele gut, wenn was funktioniert, ne? Ja. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, endlich! So, hier wird alles rausgezogen jetzt. Wunderbar, es funktioniert. Alles wird rausgerissen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, ich brauche die blauen Imperius-Sensen. Fuck. Die sind teuer. Wie macht man heute den Weak Infusion Stone? Zack, 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 zack. Perfekt! Weak Infusion Stone. Ah, okay, Emerald. Da kam das Silberspark, endlich! Yes. So, das heißt, die Maschine ist jetzt soweit so automatisiert, dass alles automatisch in unserer Kiste drinnen landet. Also wirklich alles. Das ist gut. Da kann ich mich jetzt schön hier mal rausmopsen, wenn ich brauche. Ich mache schnell so einen schwachen Infusionsstein. Und dann kann ich da... Ja. Muss man vor allem auch nicht mehr rumlaufen und so. Ist auch noch chillig. Und ich mach das gerade zu, sodass das einfach nur aussieht wie so ein Holzblock. Ich glaube, das wird ganz gut. Jupp. So, und... What? Ich denke, dass die Folgen ein bisschen länger werden, wenn man jetzt ja, hier... Ja, wir sind auch diesmal schon bei 17 Minuten wieder. Also wir können gerne beenden. Ja, mach ruhig noch zu Ende, weil wir haben jetzt ja diese Folge also wirklich nicht viel gemacht. Das ist ja halt... Das kostet halt alles wirklich Zeit. Das ist Zeit, die man investieren muss. Zeit, die wir gerne investieren. Aber der ein oder andere Moment, der wirkt halt verlängert. Dann den hier. Guckt euch das an. Wunderschön, das Ding hier. Wunderschön. Alles automatisch, hier auch automatisch. Ein absoluter Traum. So, ich hab Goldseeds. Yay! Das heißt gleich ganz viel Gold. Ganz, ganz, ganz viel Gold. Verhältnismäßig, ja. Zumindest so viel, dass wir ein paar Lucky Blöcke machen können. Ja, ich muss jetzt leider nur ein bisschen rumgießen, dann gleich noch wieder. Ja, das kann ich dir gleich helfen. Gut. Dann beende ich mal den Part hier und dann sehen wir uns gleich wieder beim Kev. Bis dahin. Mann. Leute, bis gleich. Jo, und ciao.